funktioniert es nicht. Das wird es. Geduld. Meinst du, Einstein hätte sofort aufgegeben? Es ist das Schicksal von Pionieren, beharrlich ihrem Weg zu folgen. Trotz aller Widrigkeiten. Zu glauben, obwohl niemand anders glaubt. Ich will das nicht mehr. Warum würde Gott all das hier wollen? Hm? Ja. Warum würde Gott all das hier wollen? Wer wie du in die Hölle geblickt hat, wird sie nicht mehr los. Wird zu einem Teil von dir. Und die Idee von Gott, von Jesus, deinem Retter, die wird zu einem Faden Hoffnung, an den du dich klammerst. Wir alle, die wir die Dunkelheit kennen, sehen uns nach dem Licht, aber es gibt keinen Gott. Gott hat dieses Loch unter uns nicht erschaffen. Gott hat keinen Plan. Es gibt überhaupt gar keinen Plan. Da draußen ist nur Chaos. Schmerz und Chaos. Der Mensch ist schlecht, niederträchtig, böse. Und das Leben eine einzige Spirale von Verletzungen. Und die Welt ist so verdammt unterzugehen. Ja, aber das hier, das ist unsere Arche. Und ich bin nur. Wenn wir diese Energie erzählen, dann können wir alles verändern. Dann bestimmen wir das Schicksal der Welt fernab von allem Bösen. Jedem Schmerz. Wir schaffen eine Zeitmaschine, die alles neu sortiert, den Anfang und das Ende.